Alles klar, dann können wir das löschen quasi. Und eh meist veraltete Mail. Oh, bin ich gerade erleichtert, unglaublich. So, ich muss eigentlich gar nichts machen. Komm, hier gehe ich jetzt an die Schmerzgrenze. Das habe ich vielleicht doch bei der anderen Aufnahme gemacht. Dann seht ihr es vielleicht jetzt nochmal. Wie viel könnte ich denn bieten? Boah, bis 3,6. Komm, gib mir eben 1,2 Mille. Ah, dann für 5 Jahre. Und wir speichern lieber vorsichtshalber. Ich glaube, ich mache das jetzt nach jedem Spiel mal. Geht ja schnell. Nicht, dass wir es nochmal wiederholen müssen. Oh, Pirlo wechselt zu Man United. Für 8,8 Mille. Oh, der lehnt wieder das Angebot ab. Oh, das ist zum Kotzen. Hier ist nochmal Murphy. Okay, dann bieten wir hier nochmal viel mit. Weil jetzt müsst ihr eigentlich auf einige, oh, auf einiges an Gehalt verzichten. Weil es ja eigentlich die letzte Transfer, ja, wie ich gesagt habe, da kriegt man ihn deutlich billiger vom Gehalt. Ja. Es ist die letzte Chance zu wechseln und er möchte ja wechseln. 600.000. Er nimmt an. Alles klar. So, dann haben wir eine linke Verteidigerposition auch noch gestopft, obwohl eigentlich unser linker Verteidiger richtig gut gespielt hat im letzten Spiel. Aber von der Stärke natürlich inakzeptabel. Ja, da haben wir sogar noch ein bisschen was übrig, falls es nochmal eng werden sollte. Welchen Stellenwert wünschen Sie sich für Ihre Nachwuchsabteilung innerhalb des Vereins? Sie hat dann ja, die erste. Genau, einen deutlich höheren als bisher. Man kann die Rolle der eigenen Jugend gar nicht hoch genug einschätzen. Ja, das ist auch meine Philosophie, sage ich jetzt mal. Ich versuche so viele Jugendspieler wie möglich hochzuholen. Ich kaufe zwar auch einige. Aber falls sich so ein Talent bietet, wie hier gerade der King oder die anderen dreieinhalb Sterne, ich nenne sie dreieinhalber, kriegen alle ihre Chance. So, Murphy ist da, ist erstmal allerdings auf der Bank, ist ja gerade erst gekommen. Murray kann in die Reserve. Ja, wir müssten noch irgendeinen loswerden, der kann noch in die Reserve. Dann vielleicht noch hier dieser Kief, ja, kann auch noch weg. Jetzt sieht der Kader deutlich übersichtlicher aus. So, aber, oh nee. Spitzenspiel gegen Middlesbrough, Tabellenerster, kämpft um jeden Ball. Taktik, Abwehrreihe muss tief stehen. Muss tief stehen, ja. Kämpfen und siegen. Bitte. Ja! 1:0 in der ersten Minute, das gibt's nicht. Füllkrug, Mann, danke. Zeitspiel. Abwehrreihe 20%. Taktik hier. 45. Naja, das lassen wir so erstmal. Boah, ist das teils. Aber wir kriegen hier gerade schon das Loch zu. Direkt im Anschluss. Aufpassen. Nochmal eine Ecke. Okay, klärt gut per Kopf. Also der hier, dieser Kagisho, der spielt eigentlich recht auffällig. Dritte Ecke in Folge jetzt schon. Ball klärt wieder auf eine Ecke, die vierte Ecke jetzt. Die kommt jetzt gefährlich rein. Wieder Kagisho. Er regelt's wieder. Wollt ihr mich jetzt natzen?
Noch, das gibt's nicht. Oh, jetzt müssen wir wieder unsere Abwehr ein bisschen auflösen. So, 44% nach vorne schieben. Ja, aber jetzt sind sie am Drücker. Kaum Konzentration, jetzt die ballern uns ab. Jawohl, sehr schlechter Pass von Emnes auf McDonald's und der kriegt den Ball natürlich nicht. Nächste Ecke, also wir sind hier haushoch unterlegen. Jetzt nochmal eine Chance. Freistoß Saha. Boah, Stil entschärft gerade noch so. Vielleicht eine Ecke noch? Ja. Ja. Zieht die Ecke auf den kurzen Pfosten. Gefährlich, Deuter fliegt heran und breit gegen den Pfosten. Der Ball wird wohl geklärt. Scheiße. Mann, ey. Gelbe Karte, Sabitzer. Ach. Also in so einem Spiel muss man solche Chancen auf jeden Fall reinkriegen, irgendwie. Sonst kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Boah, Glück gehabt, ey. Da haut Thompson den Eiskalt gegen die Latte und die nächste Chance. Das ist unglaublich. Danke, Halbzeit. Jetzt muss ich aber echt mal mit den Spielern reden. So, jetzt müssen wir aber natürlich wieder unsere Standardauswechslung vornehmen. Genau. Und dann reden. Halbzeitansprache. Ach, wir könnten. Das ist auch eine Halbzeitansprache hier. Da kann man jetzt nochmal was sagen. Macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Lasst uns so weitermachen und dann fügt sich alles zusammenkommen. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Genau, und dann noch die Spielergespräche. Endlich kann man nicht mehr mit den Ausgewechselten sprechen, ey. Ah, hier kann man sie mal... Leute, ist auch neu. Hier kann man die Spieler massieren lassen und so weiter und loben und alles mögliche. Also Saha wird auf jeden Fall mal motiviert. Ich hab's gehört, sagt er. Sabitzer wird auch motiviert, okay. Wilk auch. Ich kann es besser, das weiß ich. Sehr nice. Delaney lobe ich mal. Das wir gerade gesehen haben. Ups. Genau, ihn auch mal loben, den Torhüter. Und dann war es das mit den Ansprachen. Jetzt könnten wir noch Leute massieren lassen, aber das ist nicht nötig. So. Bin ich mal gespannt jetzt. Komm, ey. Aufpassen. Ich mal wieder alle warm schicken. Glanzparade ist Baroni schon wieder, ey. Ball kommt weit nach vorne. Genau in die Mitte des Tores, das war's. Oh! Sperroni steht überall. Und direkt die nächste Chance, man hat es nicht mal gelesen. Ja, und jetzt steht es 2-1. Okay. Jetzt bringe ich Saha rechts, Couturli vorne. Und ja. Ach komm, machen wir noch was. Und zwar. Komm, bringen wir Par für ihn hier. Par kannst du noch was anderes spielen. Er kann noch ein bisschen Stürmer spielen. Gut, wir müssen jetzt hier irgendwie. Scheiß auf Anordnung. Ganz ehrlich. Scheiß auf die Anordnung.
zwar klar, dass wir so gut wie keine Chance haben, aber wenn man 1-0 führt, leckt man schon ein bisschen Blut. Komm, jetzt kämpfen, Leute. Einsatz 100%, komm. Mögliche Verletzung Middlesbrough hoffen. Boah, zum Glück für den. Ah, komm, sei verletzt. Jawohl. Ich kenne ihn zwar nicht, aber der wird bestimmt besser sein als unsere Stürmer. 68, ja. Fast. So, unsere komplette Offensivabteilung wurde ausgewechselt. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Komm, jetzt greift an. Bitte, Mann. Oh, Leute. Glück gehabt, ey. Ja, 62% Ballbesitz für Middlesbrough. Oh, Ecke von links, gut Willi, schießt sie, ja. Schießt sie selbst gegen den Kopf. Der Abpraller geht um ein paar Zentimeter am Tor vorbei. Ecke von links, wieder von Davids. Zieht euch mal bitte rein, die Chancen hier, ey. Kleine Chancen, 12 von Middlesbrough und, ach. Unglaublich. Alles nach vorne, Mann. Alles nach vorne. Pressing überall jetzt. Abstöße lang immer nach vorne. Flankentyp auch lang. Ecken auch lang. Sturmtank Goodwillie. André Moritz Spielmacher. Abstoß, jetzt los, alles nach vorne. Und direkt wieder die neue Chance. Was macht ihr denn? Unsere Abwehr ist im Verhältnis für die vielen Chancen, sondern unser Tor hat richtig gut, Mann. Wir laufen Thompson, na, jetzt. Ja, das war's. 3-1 für Middlesbrough. Bitte, bitte. Wie gesagt, stark überlegener Gegner, vielleicht jetzt nicht mehr, weil die gerade auswechseln. Aber nach einem 1-0 muss man damit souveräner umgehen. Jetzt King zu Moritz. Och Mann, ey. Ich bin mir sicher, wenn King den Vertrag unterschreibt, wieder besser. Naja, 9. Platz ist leider immer noch nicht schlecht. Vielleicht jetzt noch mal der Anschlusstreffer. Er steht im Abseits. 18 Meter vorm Tor Abseits, ist okay. Nochmal eine Chance. Ecke von rechts. David wieder. Ach. Nochmal eine Chance. Macht sie doch bitte rein. Paar bedient gut, really klug per Kopf. Bitte. Okay. Die Niederlage liegt echt an mir. Ich hätte für Krug drin lassen sollen. Also ich bin echt enttäuscht mit ihm. Was hat er denn für einen Torriecher? 72, okay. Also, beim besten Willen. So einen Chancentod habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ne? Der Jugendspieler Jenkins kommt zu uns. Solide auf jeden Fall. Aber mehr auch nicht. Jugend, Mentor kriegt er mal trotzdem. Wer weiß, vielleicht wird
Alter ja noch ganz passabel. Ja, nimm mal Bell oder Delaney. Ach, schade, ey. Vielleicht jetzt Bock, einen Vertrag zu unterschreiben. Ich glaube echt, wir müssen 2 Millionen Gehalt für den bieten. Schlimmer ist, dass es sich für den auch noch lohnen würde. Marktwert von 1,8. Also vom, ich denke mal, wenn wir ihn immer spielen lassen, falls er unterschreibt.